Wir sind beim Meereswettbewerb 2016, wir sind das zweite Team. Wir vermuten, dass in den Sedimentproben, die wir in der Elbe nehmen und auch aus den Nebenflüssen, bestimmte Schadstoffe vorhanden sein werden. Und wir würden gerne wissen, welche Schadstoffe, in welchen Mengen. Und da wir die Nebenflüsse auch testen, wollen wir gucken, ob die vielleicht nicht nur hinter Hamburg in die Elbe reinfließen, sondern auch aus den Nebenflüssen zwischen Hamburg und Cuxhaven. Am Morgen fahren wir wieder zurück nach Hamburg und auf dem Weg dahin wollen wir auch noch mal in die Nebenflüsse zwischen Glückstadt und Hamburg auf jeden Fall reinfallen, weil da waren wir noch nicht, weil unsere Reise ja in Glückstadt gestartet ist und ja, da nehmen wir noch die Proben da. Wir fahren hier in die Ostseemündung ein, haben gerade die Einfahrtonnen passiert. An der Ostseemündung, das ist einmal ein total schöner Lebensraum, total toll zu befahren. Und es gibt hier einen Themenpark, das Naturium, speziell über die Elbe. Und da wollen wir gucken, was wir da alles noch dazulernen können. Es ist nochmal eine andere Art und Weise, als Schüler eine wissenschaftliche Arbeit machen zu können. Und wenn man die Möglichkeit hat, auch noch auf einem Boot dabei zu sein und so professionelle Unterstützung zu bekommen, das hat uns angesprochen. Am Anfang war der Plan einfach nur die Auswirkungen der relativ schlechten Situation der Elbe auf die Nordsee zu untersuchen, aber aufgrund der Wetterlage haben wir jetzt auch noch von Hamburg bis Cuxhaven die Nebenflüsse, die in die Elbe fließen, untersucht und da Proben genommen, um halt auch zu gucken, wo die Schadstoffe und so daherkommen. Von den Ergebnissen erwarten wir, dass sie in der Elbe die Werte irgendwie schlechter sind und dann in der Nordsee besser werden und halt, dass wir Schadstoffe, die wir in der Elbe gefunden haben, auch in der Nordsee wiederfinden. Aber es könnte natürlich auch passieren, dass das nicht der Fall ist. Wir hatten fast die ganze Woche Sturm und mussten dann gucken, dass wir das Programm so anpassen, dass man eine ordentliche Arbeit noch draus machen kann. Insofern sind wir mit der Aldebaran nicht auf die Nordsee rausgefahren. Wir haben gehört, es hatte Wellen bis zu 5 Metern Höhe und deswegen sind wir in verschiedene Nebenflüsse der Elbe reingefahren. Ich denke, das war für alle ein Erlebnis, nicht nur einmal die Elbe, sondern auch die ganzen Seitenflüsse zu sehen und da Proben zu nehmen. Und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Die Woche war super, es war eine ganz neue Erfahrung, sowas habe ich noch nie gemacht und auch nicht. Und ja, es hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Ich könnte mir schon vorstellen, nochmal mitzumachen. Natürlich dann, ich glaube, als Schülergruppe werde ich nicht mehr die Möglichkeit dazu haben, weil ich mir ja mein Abitur mache und dann auch nicht mehr in der Schule bin. Wenn, dann wahrscheinlich müsste ich als Science Coach mitmachen. Das könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, dass ich das in ein paar Jahren nochmal mache. Weil es ist eine coole Aktion hier.